Diese kleine Geschichte sind eigentlich sehr, sehr wichtig. Wir hören, und diese Geschichte gibt es auch in unserer App E-Language Studio German Speakers Club. Aber jetzt hören wir ganz zu. Moment, was ist denn los? Kapitel 1. Es ist Samstagmorgen, kurz. Die Geschichte heißt Kalt erwischt in Hamburg. Kalt. Es ist sehr kalt und vielleicht jemand, das ist eine kriminelle Geschichte. Sie hören und dann verstehen. Ich bin mir sicher. Also es ist morgen und kalt. Vor 10. Klaas Hansen nimmt wie immer die Treppe zum Turm des Michels. Er geht alle 279 Stufen nach oben, wie jeden Tag. Klaas, haben Sie schon Idee eigentlich? Moment. Michel in Hamburg. Wir sollten das auch. Kirche, ne? Michel. Das ist in Hamburg. So verstehen Sie vielleicht besser. Michel ist eine Kirche in Hamburg, Deutschland. Die Kirche ist ja sehr alt, und wenn jemand schon hier ganz oben ist, kann man alles sehen. Sie sind hier, dann können Sie alles sehen. Hier gibt es See. Und vielleicht ganz umgebung, die Stadt kann man auch von weitem sehen. Wenn Sie oben sind, dann sehen Sie natürlich besser. Also Klaas arbeitet hier in Michel. Klaas spielt Trompete. Trompete, verstehen Sie Trompete? Pom, pom, pom. Man muss das, vielleicht arbeitet er. Weiter. Es ist früh morgen. Klaas ist eine Person, der spielt Trompete für die Kirche. Jeden Tag geht er ganz oben. Die Kirche ist eigentlich sehr alt, aber auch sehr hoch. Man muss durch die Treppe gehen. Jeden Tag 200 plus Treppen. Das haben wir vielleicht gehört. Seine Trompete trägt er auf dem Rücken. Er hat sie. Seine Trompete trägt er auf dem Rücken. Also das ist ein bisschen groß. Dann muss man hier auf Rücken tragen. Er trägt Trompete auf Rücken. Immer bei sich. Oben auf dem Turm angekommen, sieht er den ganzen Hamburger Hafen. Es ist Herbst und überall sind Wolken, aber zum Glück regnet es heute nicht. Er sieht Wasser, Schiffe und viele Leute. Er sieht von oben viele Leute, Wasser und macht also Sorgen vielleicht oder denkt an etwas. Das ist ganz natürlich. Man hat Gedanken. Menschen und Schiffe, die kommen und gehen. Klaas ist noch nie mit einem Schiff gefahren. Aha. Er wohnt hier seit langem. Seit Jahren spielt er hier Trompete, aber er hat bis jetzt nicht mit einem, also ein
er ist nicht gefahren. Ja? Vielleicht bis jetzt hat er keine Chance. Er will auch vielleicht mit einem Schiff fahren. Er sieht, die Menschen kommen, Schiffe kommen und gehen. Er möchte gern reisen und die ganze Welt sehen, aber er muss bleiben. Das ist sein Job. Jetzt ist... Er will die ganze Welt reisen, aber er muss bleiben. Das ist sein Job. Trompete spielen. Es ist 10 Uhr. Er packt seine Trompete aus, er öffnet das Fenster nach Osten und spielt das erste Lied. Er weiß, viele Menschen am Hafen und um den Michel herum sehen jetzt nach oben. Aber sie sehen ihn. Er ist ganz oben. Er weiß, wenn ich Trompete spiele, pom pom pom, das ist dann ganz, also die Menschen hören schon und dann sehen sie nach oben. Aber sie können Glas nicht sehen. Glas ist ganz oben. Dann sie sehen, jemand ist da vielleicht. Oder sie sehen nur Trompete. Er ist da drin. Er hat die Fenster geöffnet. Fenster sind also in allen Seiten. Er ist hier, ganz oben. Es gibt Fenster. Vielleicht ist das nicht so offen. Hier gibt es nur Fenster heutzutage. Er spielt. Er kann die Menschen sehen, aber Menschen können ihn nicht sehen. Durch die Fenster kommt nur Trompete draußen. Er ist nah drin. Er ist hier. Nicht. Sie sehen nur seine Trompete. Nach und nach öffnet er die anderen Fenster. Nach Süden, nach Westen, nach Norden. Jedes Mal spielt er ein Lied. Nach dem letzten Lied schließt er die Fenster, packt seine Trompete ein und geht die Treppe hinunter. Er kam nach oben und dann geht er nach unten zurück. Er spielt 4 Lieder vielleicht. Im Osten, im Westen, also in allen Richtungen. Er hat das gespielt und dann er packt das wieder ein. Auspacken, spielen und dann wieder reinpacken. Er hat das gepackt, jetzt kommt er herunter. Unter. Er weiß, um 21 Uhr muss er wieder hier sein und spielen. Also zweimal. Einmal ist er um 10 Uhr ganz oben, 9 oder 10 hat er gesagt. Und einmal am Abend um 21 Uhr. 21 bedeutet nochmals um 9 vielleicht. Morgens um 9 oder 10 und abends um 9. Muss er wiederkommen und das gleiche Theater, also nochmals oben gehen, in allen Richtungen spielen. 4 Lieder, vielleicht sind das die Feste. Fast jeden Tag bin ich hier, morgens und abends immer das Gleiche. Mein Leben ist nur dieser Turm, spricht er leise vor sich hin. Er ist traurig. Immer das gleiche Theater, jeden Tag, morgens und abends. Der Turm ist mein Leben. Er ist heute ein bisschen traurig. Normalerweise ist man nicht traurig, aber heute ist vielleicht ganz anderer Tag. Er ist ein bisschen traurig. Er weiß noch nicht, dass dieser Tag ganz anders wird. Er weiß noch nicht, dass dieser Tag ganz anders wird. Etwas kommt heute noch. Er weiß aber das nicht. Kapitel 2. Es ist schon dunkel. Es ist schon dunkel. Wir hören nur 2 Kapitel. Es ist noch schon dunkel. Er kommt vielleicht am Abend. Vielleicht. Oder
Er kommt nicht. Wir hören jetzt. Es ist schon dunkel. Er sollte aber kommen. Jeden Tag, morgens und abend. Jetzt ist es dunkel. Die Uhr an Michel schlägt 9-mal. Die Uhr an Michel. Michel bedeutet die Kirche. Schlägt 9-mal. Tan, tan. Also das war da früher. Das schlägt 9-mal. Oder das ist vielleicht automatisiert, automatisch. 9-mal. Das bedeutet, es ist 9 Uhr. Es ist 21 Uhr. Henrik Dirkheide, der Pastor des Miches, sitzt in seinem Büro. Henrik Dirkheide, er ist Pastor. Pastor, also Priest in der Kirche. Er sitzt in seinem Büro. Niemand ist mehr in der Kirche. Das erste Mal an diesem Tag ist es ruhig. Also den ganzen Tag kommen die Menschen in die Kirche. Sie kommen, gehen. Es gibt nicht Ruhe. Aber jetzt, da es schon 9 Uhr ist, niemand ist da. Pastor Herr Dirkheide, er ist allein im Büro, ruhig, zum ersten Mal an diesem Tag. Nur am Abend hat man Ruhe. Endlich Feierabend, denkt er. Jeden Abend wartet er auf die Musik von Klaas. Jeder Tag beginnt für ihn mit Trompetenmusik. Und mit Musik hört jeder Tag auch wieder auf. Seit 25 Jahren. Das gefällt ihm sehr. Seit 25 Jahren. Pastor arbeitet hier an der Kirche seit 25 Jahren. Sein Tag beginnt mit Musik, Trompete. Und hört sein Tag auch mit dem Musik auf. Seit 25 Jahren. Das gefällt ihm. Er mag das. Nach diesem anstrengenden Tag freut er sich ganz besonders auf die Musik. Danach will er endlich nach Hause. Dort muss er noch seine Predigt schreiben. Die Menschen wollen morgen früh in der Kirche seine Predigt hören. Er zieht schon seinen Mantel an und holt seine Tasche. Er sieht auf die Uhr. 8:55. Nichts. Keine Musik? 8:58. Nichts. 9:10 fährt er mit dem Aufzug auf den Turm. Klaas Hansen ist nicht zu sehen. Buka. Er ist überrascht. Jeden Tag, genau 9 Uhr, spielt die Musik. Pom, pom, pom. Aber heute ist es schon 9. Er hat nicht gehört. 5 Minuten, 8 Minuten, nichts. Aber nach einigen Minuten geht er dann nach oben mit dem Aufzug. Aber Klaas ist nicht zu sehen. Klaas ist auch nicht da. Was ist passiert? Zum ersten Mal. Klaas kommt jeden Tag pünktlich. Pünktlich spielt er die Musik. Aber heute? Kann er nur sein? Fragt er sich. Er ist doch sonst immer pünktlich. Pastor Dirkheide geht die Treppe hinunter. Vor seinem Büro steht ein alter Mann. Er kennt ihn. Er ist oft in der Kirche. Was ist denn passiert? Warum gibt's heute Abend keine Musik? Will der alte Mann wissen. Es tut mir leid, sagt der Pastor. Der Trompeter ist krank. Der Pastor hofft, dass er nicht lügt. Also bis jetzt ist das nie passiert. Aber er kam zurück nach unten. Er ist verwirrt. Warum ist er nicht gekommen heute? Dann kommt ein alter Mann. Ein alter Mann fragt, warum ist heute keine Musik? Er weiß nicht.
warum Klaas heute nicht gekommen ist. Aber er sagt, der Trompeter ist krank. Er hat nur einfach so gesagt. Er weiß nicht eigentlich. Aber er denkt, vielleicht er lügt nicht. Er lügt nicht vielleicht. Er denkt, er hofft nur. Vielleicht ist er krank. Oh, das ist schade. Ich höre die Musik immer so gern. Aber heute war, es tut mir leid. Da kann man nichts machen. Wir singen es morgen früh. Sie kommen doch? Ja, natürlich, antwortet der alte Mann. Das freut mich. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich habe noch zu tun. Der Pastor öffnet die Tür zu seinem Büro und geht schnell hinein. Warum ist Klaas nicht auf dem Turm? Was ist da passiert? Fragt sich der Pastor. Er zieht seinen Mantel wieder aus. Nach Hause gehen kann er jetzt noch nicht. Seine Predigt muss warten. Pastor Dirk? Jan Predigt muss warten. Also jeden Tag schreibt er Predigt. Pastor, jeden Tag, wenn die Menschen in die Kirche kommen, dann muss Pastor was sagen. Das ist dann Predigt. Er schreibt das am Abend für morgen. Aber heute kann er noch nicht schreiben, weil Klaas nicht da ist. Er will checken, was passiert ist. Warum ist Klaas nicht gekommen? Er hat auch dann, ja, er sorgt eigentlich sich um ihn. Elkeide geht in sein Büro zum Telefon und wählt die Nummer von Klaas. Es klingelt dreimal. Das ist der Anschluss von Klaas Hansen. Ich bin im Moment nicht zu erreichen, bitte. Der Pastor legt wieder auf. Mist. Der Pastor läuft unruhig in seinem Büro herum. Was ist nur passiert? Ist er wirklich krank? Warum ruft er nicht an? Er will es auf dem Handy von Klaas probieren. In diesem Moment klopft es an der Tür. Wer ist das denn schon wieder? Sagt er leise. Laut sagt er, ja bitte. Pastor Dirkheide, entschuldigen Sie bitte. Ich möchte Sie nicht stören, aber ich suche Klaas. Ist er vielleicht bei Ihnen? Frau Lüders, guten Abend. Frau Lüders, guten Abend. Frau Lüders ist eigentlich Freundin von Klaas. Sie ist gekommen jetzt. Es ist schon zu spät. 9 Uhr, 10 Uhr. In der Nacht ist sie jetzt hier. Sie sagt, Herr Pastor Dirkheide, ich suche Klaas. Ist Klaas bei Ihnen? Klaas ist auch nicht bei ihr. Das ist das Problem. Sie sucht, also Freundin von Klaas sucht Klaas und hier Pastor sucht auch Klaas. Klaas ist aber nicht zu sehen. Was ist denn passiert? Nein, Klaas ist nicht hier. Ich wollte gerade auf seinem Handy. Was ist nur passiert? Ich warte schon den ganzen Abend auf Klaas. Nele Lüders weint fast. Der Pastor hat sie schon oft gesehen. Aber was findet Klaas nur an ihr? Diese komische Kleidung. Und jetzt denkt der Pastor, diese komische Kleidung, diese Frau, die Freundin von Klaas, trägt was. Das Pastor nicht gefiel. Und er denkt, was findet Klaas an ihr? Also er denkt, dass die Freundin passt nicht zu Klaas. So denkt Pastor, sagt er aber nicht, natürlich. Er denkt, was? Und dann ihr Job in dieser dunklen Kneipe auf der Reeperbahn. Reeperbahn. Sie passt nicht zu Klaas, denkt er. Sie passt nicht zu Klaas, denkt er. Sie macht einen Job an Reeperbahn. Reeperbahn ist eigentlich ein Ort, wo viele Musikals sind und die Menschen diesen Ort also negativ ansehen. Ja, Reeperbahn, das ist so begeistert, also so bekannt. Da gibt es viele solche Musikals.
Aber er kann die Lilithes nicht hier draußen stehen lassen. Jetzt kommen sie erst einmal herein. Danke, sagt Nele und geht ins Büro des Pastors. Klaas war heute Abend gar nicht hier. Also sie sagt jetzt, dass Klaas war heute nicht hier. Ich denke, wir stoppen das hier und sprechen ein bisschen später. Oder ich teile Link mit Ihnen und dann diskutieren wir weiter.